Gleich bei Saturday Night Fever. Eine Investition in die Schönheit tröstet Anni und Tara über das Führerschein-Missgeschick hinweg. Jede Frau sollte lange Haare haben, das ist so sexy. Ich meine, ich bin so auch geil, aber mit langen Haaren halt noch geiler. Und Chris glaubt Mario und Lukas ihre großen Aufreißkünste nicht mehr. Also ich will schauen, dass ich das nächste Mal mit irgendjemandem anderen mitschaue, weil ich glaube, das war der beste Beweis, dass die eh nur groß geredet haben und kennen eigentlich eh nichts. Also überzeugend waren sie nicht bei den Weibern. Was trocknet Mädchentränen noch schneller als ein paar neue Schuhe? Eine Wallemähne, die alle anderen Frauen den Neid ins Gesicht treibt. Und da die Tränen möglichst schnell getrocknet werden müssen, müssen Anni und Tara ihr Haarwachstum um ein Vielfaches beschleunigen. Bitte schön, kann ich euch helfen? Ja, ich möchte Haarlänge machen, also mit Clips. Ja. Und sie auch. Ich will es halt, ich habe sie ja schon lange, aber ich will sie noch länger. Noch länger? Ja. Okay. Und wie lange willst du das circa? Ja, so lange wie es jetzt hat ungefähr. Also ich habe 50er. Aber ich will es halt dichter. Mir ist das zu wenig. Zu wenig? Ich mag so viel wie möglich. Okay, gut. Dann fangen wir mit dir an und dann machen wir mit dir weiter. Jede Frau sollte lange Haare haben, das ist so sexy. Ich meine, ich bin so auch geil, aber mit langen Haaren halt noch geiler. Von wo habt ihr die Haare? Also von Indien oder wo kauft ihr die? Aus Asien auf jeden Fall, ja. Wirklich? Das heißt, die hat schon mehr andere im Kopf gehabt? Die hat schon mehr andere im Kopf gehabt, das ist kein Problem, weil die wurden gereinigt. Chemisch. Ich finde das auch nicht schlimm. Besser als Kunsthaar. Solange keine Flöhe drauf sind. Wie viel kriegt man dafür die Haare? Weil dann verkaufe ich meine Extensions auch. Deine Extensions verkaufst, dann, die du bei uns gekauft hast. Ja. Das ist cool, ja. So wie auf einem Bauernhof. Das schneidest ab und das wächst wieder nach, wie mit Gemüse. Das rupfst und dann ist wieder da. Eigentlich super. Während Anni eine Marktlücke wittert und ihre noch nicht einmal erworbenen Haare schon wieder verhökern möchte, steigt Taras Laune mit der Fülle ihrer Haarpracht. Ich bin gar nicht mehr böse wegen dem Führerschein und so, weil ich habe jetzt wieder lange Haare und so. Und das ist eh viel wichtiger, als ob wir jetzt mit dem Zug fahren oder nicht. Ich bin gleich viel schöner wieder. So, bei dir brauchen wir ja nicht tapieren. Jetzt habe ich sie richtig lang. Jetzt bin ich schön für Italien. Der Tara, beide lange Haare. Ja, ich freue mich schon. Ego wächst und wächst. Lang genug? Ja, lang genug. Ja, schön. Ich. Danke. Tara, so sagst du? Beauties. Du bist auch schön. Ja. Ja, ich mag so lieber so. Ich sehe schon fast. Ja, beide schön.